Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind mal wieder im hohen Norden unterwegs. Mit Gesellschaft. Artyom und Mike. Heute bei der Firma Baltikarbon. Das heißt, heute wird auf jeden Fall wieder etwas geklebt, wenn Henkel im Spiel ist. Und zwar habt ihr auf der Essen Motor Show gesehen, beziehungsweise falsch, nicht gesehen, sondern es war wirklich krank, wie viele Leute an der Tür rumgefummelt haben. Weil ich habe irgendwann bei Instagram dazu aufgerufen, weil alle immer gerne was anfassen, was ja auch vollkommen in meinen Augen, ich bin da ein bisschen... Ich weiß, dass es sich nicht hier und da nicht gehört, fremde Autos anzufassen, aber wir werben ja so krass damit, wie stabil diese Tür ist. Deswegen habe ich dann irgendwann mit Absicht gesagt, Leute, wir haben die da mit Absicht hingehangen, ihr könnt die gerne anfassen, ist kein Problem. So, und dann ging es natürlich auch los, alle Leute diese Tür angefasst, weil man konnte endlich mal die Tür ein bisschen hochheben. Man konnte die Tür ein bisschen hochheben und konnte einfach mal gucken, wie stabil diese Tür ist. Die Leute konnten das Gewicht schätzen, wir haben sie bis heute nicht gewogen. Ich habe sie, glaube ich, bis heute nicht gewogen. Jetzt geht es aber darum, wir wollten euch natürlich trotzdem zeigen, wie diese Tür eigentlich gebaut wurde, weil, komm mal rüber, bevor ich das hier komplett im Monolog heute mache, weil es war wieder ein bisschen mehr Arbeit als gedacht. Ja, das ist wieder ausgeartet, ne? Weil wir waren mit dem Haufen hier, waren wir ja schon zweimal hier, oder? Einmal? Einmal. Das ist ja die alte Carbon-Tür. Das hat ja so semi-geil funktioniert. Die hat eigentlich nur dank Mikes Einsatz einigermaßen gepasst. Und dann hat der Artyom hier nochmal komplett von innen verstärkt. Da wurde es ein bisschen besser. Aber am Ende, ihr seht es hier an dem roten Band, wie viele auch schon immer gesagt haben, ist es natürlich schon irgendwo gefährlich, jedes Mal die Tür von innen zuzumachen, falls man doch mal irgendwo gegenfährt, wie auch immer. Andererseits, wie auch immer, ihr seht die Scheibe im Ernstfall, da tritt man einmal gegen, da pustet man einmal gegen, die Scheibe ist eh raus, dann kann man auch das Ding aufmachen, die Tür aufmachen. So, die Türen waren aber wirklich, die haben das Auto entwertet, muss man einfach sagen. Du konntest keinen die Tür normal auf und zu machen lassen, musstest immer sagen, heb die Tür ein bisschen an, schmeiße zu und so weiter. Das war einfach nicht passend zum Auto. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir gehen das Risiko ein und Artyom baut die Türen einmal geil. Also wir haben es aber versucht und erstmal haben wir ja auch viele mal gefragt, warum jetzt dieses Gewebe oder diese Sichtoptik. Bei uns war es erstmal in erster Linie die Optik außerhalb oder generell egal. Die Funktion war erstmal im Vordergrund und deswegen habe ich dieses Gewebe gewählt. Naja, einmal Kostenfaktor, ja, ist halt auch ein schönes Gewebe, aber vor allen Dingen ist das halt eine gespreizte Faser. Die bringt ein bisschen bessere Eigenschaften mit sich, vor allem hier auf dieser Fläche und ja, dadurch haben wir halt... Wie nennt sich das? Das ist jetzt eine Leinwandbindung, aber die Faser ist gespreizt. Das heißt, es ist ein 200er Gewebe erstmal, aber der Rohwing selber jetzt hier, der ist gespreizt, nennt sich das. Gibt es auch eine Bezeichnung Spreadtau, gibt es ein Gewebe, ist den meisten bekannt. Das ist hier sowas ähnliches, dadurch hat man erreicht mal ein bisschen bessere Eigenschaften. Das heißt, wenn wir uns jetzt das ganze Limo-Sichtcarbon da zum Beispiel gerade angucken, das wäre schon nur, was das Gewebe angeht, schwächer als das? Nee, das, so kann man es nicht machen. Also wir wollen das jetzt oder nicht sind alle Gewebe, nur in Kurzfassung davon, sind alle Gewebe gleich stabil? Nee, ist schon so ein bisschen, wie es angeordnet ist, hat das eine oder andere bessere und schlechtere Eigenschaften? Ja, Gewebe haben an sich die Eigenschaft, die sind besser zu drapieren. Und man kommt aber, wenn wir jetzt so anfangen zu reden, es gibt auch Gelege und es gibt zum Beispiel Gewebe mit einer gespreizten Faser. Ganz schnell erklärt, das Thema, wenn man das aufmachen würde, wäre sehr, sehr, sehr groß. Wir wollen es aber nicht so lang ziehen. Ein Knotenpunkt, zum Beispiel wenn du einen Knotenpunkt in eine Schnur machst, wenn eine Schnur dann reißt, dann reißt es ja am Knotenpunkt. So was ähnliches ist es dann beim Gewebe. Das heißt, wenn die Faser aber an einem Stück ist und sie ist nicht verknotet, dann ist dieser Bruchpunkt nicht mehr so gegeben. Ne? Das heißt, es gibt halt Gelege zum Beispiel, unter anderem für bessere technische Anwendungen in gewissem Fall. Kurz erklärt wieder, ne? Die sind übereinander angerichtet. Es gibt verschiedene Anrichtungsweisen. Andirektionale, also in eine Richtung, bi-, tri-, quadraktionale Ausrichtung, je nachdem, was du für Eigenschaften erreichen willst. Und diese Fasern sind übereinander gelegt und fixiert mit Bindern oder Bindefäden oder sonstigen. Das heißt, sie sind nicht verknotet. Ein Gewebe ist verknotet, lässt sich aber drapieren. Zum Beispiel macht man das, man legt das, die erste Lage, die Form als Gewebe, unter anderem zum Beispiel, dass man nicht einfach Strang, wenn sich irgendwo ein Fehler bildet, du haust es auf und dann löst sich was, da ist eine Kerbe drin und dann wird man ja einen Strang irgendwie auskratzen, wird ihn hochziehen und wird die ganze Lage einmal über die ganze Länge abziehen, zum Beispiel. Ne? Dann wird er komplett sich lösen. Das passiert beim Gewebe nicht. Ja, gibt es jetzt viele, wie gesagt, lass uns das Thema, da sonst artet das aus. Heute ist das Thema Kleben. Mike soll mich aber belehren ein bisschen. Nein, also er ist ja zur Überwachung da, er ist ja der eigentliche Experte des Klebens. Aber, Kurzfassung, wir heben die Tür hoch. Diese Tür ist jetzt 1:1 nachgebaut der Originaltür. Ja. Das heißt, du hast die ganze Blechtür mal wieder in Einzelteile zerlegt und hast
wirklich jedes Teil, was in der Blechtür ist, abgeformt oder Carbon gebaut. Das sehen wir da hinten gleich in Einzelteilen, weil wir kleben heute die zweite Tür zusammen. Fast jedes Teil. Fast jedes Teil. Also das, was ich für nötig befunden habe und wo ich gesagt habe, okay, dass es so aufwendig ist, anders zu machen. Oder ja, es ist nicht brauchbar. Es waren noch Teile dazwischen, sag ich mal, die auch mehrere Bleche aufeinander waren. Macht man bei Kohlefaser nicht. Ne? Stichwort Monocoque, sage ich jetzt. Carbon-Monocoque, das ist auch was Ähnliches. Ne? Erste große, was ihr seht, der fette Träger hier drin. Was ja wirklich ein fetter Träger ist, ne? Ja. Nehmen wir uns jetzt die andere Tür, die im Auto war. Die übrigens doch schwerer ist, als ich dachte. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Klopf mal gegen. Das ist. Und hier ist ja schon noch was dran gebaut. Also. Ja. Ja, ist ja noch nicht mal komplett. Ja, gut, und Lack wird auch ein bisschen dämmen, ne? Ja, ein bisschen, ja. Aber das trotzdem, das, man merkt, da hörst du da schon, dass der, Lieblingswort, Matrixanteil, dass der Harzanteil in der Sättigung des Laminates einfach viel höher ist. Was aber nicht unbedingt heißt, dass es hochwertiger ist. Mhm. Ne? Das heißt, hier ist mehr Harz auf das Gewebe gesehen? Ja, Laminat. Mhm. Ja, Laminat, in dem Harz und Faseranteil. So. Und der Harzanteil ist da deutlich sehr hoch, weil man hört das, ne? Mhm. Das heißt, Tür auseinandergeflext, die Blechtür? Nee, erstmal abgeformt und dann auseinandergeflext. Langsam musst du es ja gelernt haben. Ne? Nein, also ja, dass du natürlich erst die Außenflächen abgeformt hast, das ist schon klar, aber am Ende die ganze Tür auseinandergenommen und dann wirklich die einzelnen Blechteile. Ja, genau, die ich gebraucht habe. Dann habe ich vorsichtig angefangen, die ganzen Punkte auszubohren, so wie das ging, so, ne, Karosserieraum technisch. Und dann die Elemente rausgeflext, die ich gebraucht habe, eigentlich zum Ausformen. Ne? Komm, wir gucken uns mal die Einzelteile an. Ja, was haben wir hier jetzt, ne? Im Endeffekt haben wir jetzt die zwei Formen hier, oder nur zwei Formen, die anderen Formen sehen wir nicht für die kleinen Teile hier, aber hier fünf Bauteile für eine Tür. Ne? Das hier ist auf jeden Fall dann die endgültige Lightweight-Tür, ohne Rahmen, ohne alles, einfach an einem Budget-Vision. Also aber ihr könnt die auch bestellen, ist kein Problem, mache ich euch. Aber genau deswegen wollen wir euch mal zeigen, was halt eigentlich eine verklebte Form am Ende ausmacht, ne? Weil wenn man sieht, wie wabbelig das Ding gerade ist und wie stabil am Ende die Tür ist, was da halt schon so geht. Ne? Ja, genau. Also es geht ja darum, was ich gesagt habe, um den Rahmen. Das war unser Hauptschwachpunkt, sag ich mal. Und du siehst ja jetzt, was der Rahmen kann ja jetzt noch nichts. Ne? Mhm. Naja. Der kann ja wirklich... Ja, so ungefähr ist die jetzige Tür, fühlt sich zumindest an. Ach krass, Alter. Und da ist auch ein bisschen stabiler, aber im Endeffekt entfaltet sich das ja erst, wenn du zur Bildung eines Körpers das Ganze verklebst. Das heißt, diese Form, beziehungsweise die Form zusammengeklappt, hast du logischerweise komplett an der Tür noch verschweißt gemacht. Oberteil, genau, Unterteil. Genau, ja. Damit ich eigentlich auch dieses Teil kommt auch hier mit den Kugeln drauf, dass sie genauso sitzt. Naja, es geht darum, dass, du musst dir mal so vorstellen, es gibt ja verschiedene Arten, Formen zu bauen. Und in diesem Fall jetzt, diese Zentrierungskugeln sind dafür da, damit wir das Außenteil und das Innenteil miteinander so präzise verheiraten, dass es auch näher an der Karosserie auch so passt wie das Originale, sage ich mal, oder einstellbar ist wie das originale Teil, weil du hast ja die Aufnahme der Tür selber, der Scharniere, und wenn diese Position nicht stimmt, kann das passieren, auch zum Schloss hin, kann das passieren, dass es halt nicht passt. Wir müssen unbedingt einmal Bilder einblenden. Ich habe neulich beim Bilder raussuchen, die Form wieder gesehen vom Limo-Seitenteil am Auto dran. Ne? Das war auch... Das war ja gefühlt. Ist die Form irgendwo hier? Nee, hier glaube ich nicht. Weil das war ja wirklich so... Also das ist auf jeden Fall, Türen sind immer das Bauteil, wo man eigentlich am meisten holen kann, muss man dazu sagen, aber auch am meisten Kompromisse eingeht, weil die Tür nicht mehr vernünftig läuft, die Tür ist nicht mehr stabil und so weiter. Bis du ins Spiel kommst und wir nachher die Tür fertig haben. Weil ich bin nämlich der Meinung, die wird zugehen wie original, da wird die Scheibe wie original drin und her laufen und das wird, man braucht keine Angst haben anzufassen, zuzuziehen und so weiter. Hoffentlich müssen wir das Video nicht löschen. Ne? Stein. Am Ende Blechtüren im Auto. So, ich hab die für nächstes Jahr nochmal, das kannst du noch rein. Nächste Messe so, Blechtüren. Ja, okay. Ja, es ist ein bisschen staubig noch und alles. Ne? Das habe ich extra für Mike übergelassen, damit er auch was zu tun hat, wegen Wäschen und Säubern und so. Die Seite, Gott sei Dank. Okay. Nee, aber im Endeffekt haben wir zwei Halbschalen, halb zwei Formen und die zwei Teile, großen Bauteil. Die Vorgehensweise ist die, dass wir jetzt aufpassen müssen, was wir zuerst machen, weil sonst am Ende des Tages kriegen wir das nicht zusammen. Wir fangen an mit den Gewinden, die Gewindeeinsätze, die wir einbringen. Die hat auch der gute Marius uns mal kurz hingeschmiedet. Kannst du auch nochmal zeigen. Damit die Fläche da nochmal verstärkt wird, haben wir die so aus Stahl, weil es Stahlplättchen mit Löchern drin.
so dass wir die da einkleben, einbetten und die nachher auch die Kräfte dann an die Tür übertragen von den Scharnieren an die Tür, damit die da auch ordentlich hängt und nicht mehr so viel Spiel hat jetzt wie vorher. Ne? Das heißt, viel Fläche heißt viel Kleber, heißt gleich große Kraftaufnahme, das heißt stabil. Naja, also, sagen wir Stahl, der überträgt die Fläche an die Kohlefaser, ne? Und dann kannst du die Kräfte, die Hebekräfte da ausgleichen. Wollen wir heute mal Mike kleben lassen und du guckst das an? Ja, das kann ich nicht ganz so, das weißt du, so ganz raushalten, das funktioniert nicht. Aber ich würde es versuchen, ich weiß, es ist nicht einfach, aber man muss auch über seine Grenzen gehen. Ne? Wir machen das schon. Ja? Okay. Nicht, dass Mike bald immer zum Kleben ist. Ich habe immer Angst, dass er mir auf die Finger haut und sagt, das macht man so. Das wird gerade nicht passieren. Nee? Ja, geht schon los beim sauber machen. Ja? Mhm. Ganz normalerweise esse ich auch dabei. Ganz besondere Taktik. So Fettfinger oder ne? Guck mal, ich bin schon nervös. Ja, das wird mit den Scheiß aus, das habe ich mir gemerkt. Mache ich auch so jetzt, nicht beim Kleben. Du denkst an mich, ich weiß jetzt wo, ja? Ja, genau. Dann können wir fangen einfach an und dann erzählen wir mal was zwischendurch, was hier, ja. Da werden bestimmt gewisse Fragen aufkommen. Aber habe ich richtig verstanden, dass wir kleben es so zusammen, dass wir am Ende die Form zusammenpacken und genau. Alles passt? Müssen wir. Ja. Muss. Weil du so sicherstellst, dass es halt passend 1:1 zum Blech ist. Genau, wenn die Form nicht schließt am Ende des Tages. Aber wir testen aus, wir kleben jetzt die Bauteile, die Kleinteile ein. Und legen dann die beiden Formhälften aufeinander und gucken, dass die Form schließt. Mhm. Also sie fugenlos verschließt. So, dann wissen wir, dass... Ja. Ist die Form so genau, dass sie wirklich komplett planbündig anliegt, logischerweise? Yes. Die ist jetzt aber logischerweise schon einmal nachbearbeitet. Das heißt, die ist grob nachgearbeitet. Also die Stellen, die ich nachher nicht rankomme oder schlecht rankomme, die sind fix und fertig bearbeitet nach der Verklebung. Und stellen zum Beispiel die Außenkontur, die ist noch nicht finish bearbeitet, weil ich mir die Arbeit sparen möchte. A, möchte ich jetzt nicht so trimmen, dass ich aufs fertige Bauteil jetzt schneide, beide Seiten, weil das ja auch doppelte Arbeit ist. Also die Vorderseite und die Rückseite sozusagen ausschneide und dann aufeinander klebe. Plus ich müsste mir dann die Bauteile abkleben, damit da kein Kleber drauf kommt. Sonst verschmutzt das Bauteil, muss ich ja runterschleifen, wäre auch nicht so gut. So, deswegen haben wir hier eine Klebekante, wir kleben hier beide Bauteile, drückt den restlichen Kleber raus nach außen und dann nehmen wir es aus der Form und machen den Außenbeschnitt. Ah. Und dann schneiden wir beide Teile exakt gleich mit einem Zug ab. Das heißt, die Tür ist eigentlich hier zu Ende? Irgendwo hier, da. Und das ist eigentlich erstmal nur Material, Verschnitt. Was dafür da ist, dass A, der Kleber nicht in die Form reinkommt? Ja, nee, eigentlich, dass er nicht aufs Bauteil kommt und in die Form auch. Natürlich bleibt das sauber, wird verdrängt halt, der Überschuss. Und dann am Ende hier einmal lang und geht. Genau. Ja, kleben tun wir nachher auf der Kante hier nur und das ist halt der Überschuss, wo es rausdrücken kann. Genau. Und nach innen rein, ist auch klar. Aber wir kleben schon bis nach ganz außen an die Kante ran. Wir legen den Klebstoff hier mittig, würde ich sagen. Genau. Und dann drückt sich das Ganze nach zu beiden Seiten. Genau. Das heißt, von der Theorie her kann man dann ja sogar eigentlich mit einem Klotz sich das Spaltenmaß zur Not auch noch richtig geil passend schleifen. Ne? Ja, machen wir. Weil dadurch, dass da ja komplett Kleber zwischen ist, genau. Und man ja die Faser nur längs schleift, ne, kann man dann ja auch tatsächlich, wenn nötig. Wenn man es besser als Original machen will, die Spaltenmaße. Genau. Das ist, vor Italienern. Wobei ich habe ja gelernt, das Auto so in Polen gebaut, deswegen darf ich ja nicht Italiener. Okay. Ja, ist so? Ja. Polnisch. Fiat. Was kleben wir denn jetzt? Wir kleben jetzt die Außenhaut hier drauf, vorher die Gewinde rein. Wir kleben erstmal die Gewinde rein, aufgrund von, wir wollen die Gewinde hier einbetten bzw. einkleben und haben eine Schraube. Und das drehen jetzt ganz einfach stumpf mit der Schraube in die Gewinde, dass sie in der richtigen Position sitzen, einigermaßen. Und wenn wir das irgendwann machen würden, könnten wir ja theoretisch vielleicht auch irgendwie von unten mit der Hand durch, aber wäre alles aufwendig. Ne? Mhm. Deswegen machen wir es vorher rein. Guck dir mal die Öffnung an. Ganz genau. Ja, ich würde es hinkriegen. Du. Flexible Finger. Aber warum? Deswegen gehen wir einfach Schritt für Schritt, legen das Ding gleich auf den Bock, machen das sauber, entfernen das Abreißgewebe. Dazu kommen wir auch nochmal gleich. Und dann machen wir folgenden Zaubertrick. Wir punkten die. Also wir nehmen einen Kleber, der schnell anzieht, aber nicht so gute Zugeigenschaften hat, richtig? Aber uns gilt, dass du das Teil dazu fixieren, dass es da bleibt. Und den Rest, dann nehmen wir einen Kleber, einen Starnkleber, der die bessere Zugeigenschaft hat. Strukturklebstoff nehmen wir dann in dem Fall. Okay. Genau. Ja. So, dann betten wir das ein. Zudem betten wir es von beiden Seiten ein. Vorher schmieren wir es ein, auch wie Korrosion. Kleber rein, von außen auch nochmal, damit die Korrosionseigenschaften davon auch gehemmt sind. Genau. Was heißt Strukturkleber?
Du tust lieber erst damit eine zwei Bauteile miteinander verkleben möchtest, wo du Kräfte aufbringst. Ah, okay. Wie zum Beispiel Längsträgerverklebung, Kleben, Nieten, Kleben, Speisen oder bei Seitenwänden, wenn die wirklich plant anliegen. Und wenn ich diese Form hier sehe, das ist perfekt gemacht. Also ich kenne keine bessere Form wie das, was Artio macht. Also tut mir leid, ich muss es einfach mal sagen, weil ich das gesehen hier, das ist ja eine Königsklasse hier. Danke. Jetzt können wir kleben. Ja. Ich will ein bisschen Fernsehen gucken, ihr seid doch Bescheid. Naja, eigentlich hätten wir die Handschuhe vorher anziehen sollen, ne? Ja, hier ist so ein bisschen staubig. Aber ist nicht so schön. Ne? Ja, jetzt wieder einmal aus, können wir noch von vorne anfangen. Ne, so schnell geht das nicht kaputt. Gut. Jetzt muss ich dazu sagen, wir blenden das kurz ein. Er ist tatsächlich schon auf der Tür eben gerade rumgetrampelt. Haben wir gefilmt, ja, ne? Ja. Der Artyom wollte unbedingt zeigen, dass der Türrahmen stabil genug ist und ist wirklich über diesen Rahmen von der Tür rübergelaufen. Deswegen war das ein bisschen da gerade unten. Ja gut, wie gesagt, die haben wir, ziehen wir ab, hatten wir ja schon gesagt. Da haben wir ja schon Flecken. Das ist wirklich ein reiner Kleber, den hast du danach aufgebracht? Nein. Oder ist das komplett in den ganzen Rahmen? Das wird eingelegt als vorletzte Schicht sozusagen. Damit die Oberfläche halt so schön ist und nicht so ist. Ja, weil ich könnte es ja auch komplett flächig legen. Bin ich aber zu faul für. Also, weil das ist auch aufwendig. Und ich bin aber auch zu faul, es anzuschleifen. Könnte ich auch machen. Außerdem sind die Eigenschaften, die Klebeeigenschaften so besser. Das ist schon rau, wenn man den drüber fasst, ist ja schon. Es ist extra dafür. Ja, ne? Ist okay. So. Brauchen wir eine spezielle Rauigkeit oder ist das so genau richtig? Oder zu glatt oder zu rau oder scheißegal? Also, ich sage mal, bei dem Klebstoff von den Eigenschaften her, wenn eine Körnung 120 nimmst, bist du von den Rautiefen noch okay mit diesem Klebstoff, den wir nehmen, mit dem Strukturklebstoff. Weil würdest du jetzt einen dickeren Klebstoff nehmen und würdest noch tiefer runtergehen mit den Rautiefen und musst dir mit dem Finger vorstellen, du hast die Rautiefen hier und der Klebstoff geht bis hier und hast da Lufteinschlüsse unten in den Rautiefen und dann hast du wie beim Spachtel, wenn einer grob schleift, dass es dann einfällt. Und das wollen wir halt nicht haben, keinen Lufteinschluss im Untergrund. Mhm. Dann fangen wir an. Also Mike, erzähl mal. Terroson 5065 ist jetzt der. Genau, 5065 ist der. Das sind halt die beiden A- und B-Komponente, Strukturklebstoff, wo wir es aufgetragen haben. Und wir werden jetzt das gegensetzen, dann mit einem schnellen Klebstoff, mit einem Kunststoffklebstoff die Ecken fixieren, damit wir das hier schön ansetzen können, weil der reagiert schneller gegenüber dem Strukturklebstoff. Wie lange braucht der? Der hat so 80 Minuten, dann zieht der an. Muss man den vorheizen? Also der ist ein bisschen wärmer gerade. Man muss aufpassen bei diesen Epoxidharzen, also bei dieser Variante, dass die B-Komponente, das ist die helle Variante, nicht fest ist. Weil sonst läuft mir der Klebstoff weg. Die muss flüssig sein. Das heißt, ich muss sie hochkant auch anpressen und nicht auf der Erde so auftragen, weil dann läuft die ganze B raus. Das ist der einzige Unterschied bei diesem Klebstoff hier, wo man aufpassen muss. A und B, okay. Und dann den, wie schnell ist der, beziehungsweise der hier dann trocken? Das ist dann 92, 25 SF. Der hat so 3 Minuten. Man, hier ist ja gute Temperatur. Damit wir jetzt nicht hier stundenlang halten müssen, einfach. Genau, dass wir es fixieren können mit dem Gewinde, mit der Schraube, dass wir schon mal eine Anfangsfestigkeit haben auf den vier Ecken. Wenn wir jetzt das ganze Teil nur mit dem Schnellkleber ankleben würden, würde nicht gehen? Ich würde einen Strukturkleber nehmen dafür. Also kann passieren, dass der Kleber dann tatsächlich bricht. Also, du wolltest zuhören. Na, also wir könnten das damit annehmen, aber er verbindet sich nicht so gut damit, er würde sich nicht so gut verbinden. Jetzt sagen wir mal, bei den Gewinden ist es halt so, der Schaum hier gegen. Das heißt, wir ziehen an. Das Einzige, was uns passieren kann, dass wir beim starken Anziehen, warum auch immer, uns das wegdrehen kann. Könnte. Wir haben aber nicht viele Zugkräfte, weil wir haben die Kohlefaser ja noch davor. Das heißt, wäre vielleicht relativ unproblematisch, schön ist es aber nicht. Deswegen, wir wollen ja, dass es, wenn fest, dann fest und nicht mehr ab. So, deswegen, das Ding muss halten, weil du kommst da nicht genau dran. Ja. Das ist halt, und gibt auch nichts Schlimmeres, als du willst die Schraube losdrehen, das dreht mit. Ne? Das wäre halt. Ist auch nicht so schlimm. Außerdem, unter anderem, ein Kostenfaktor, der andere ist viel teurer. Ne? Das ist ja auch das Nächste. Und lässt sich auch nicht so gut jetzt verarbeiten zum, was wir gesagt haben, Korrosionsschutz. Lässt sich nicht so schön verstreichen, bildet nicht so schöne, also so, sag ich mal, Schutzschicht. Und wir hätten auch nicht filmen können, weil die 2-3 Minuten wären schon. Genau, das ist vorbei. Danke fürs Zugucken. Bei dem Zeit, dem Klebstoff, das passt schon. So. Also, Schraube, hast du Trennmittel drauf gemacht? Ja. Ja? Ja, okay. Danke für den Tipp. Nee, so, jetzt ich fixiere einfach nur. Ich nutze übrigens mal die Zeit gerade. Und dann ziehe ich den dran. Erstmal. Der sieht aus so ein bisschen, wie wenn du so ein Fleischwolf hier so das mit so durchziehst. Ja, genau. So. Das ist halt. Hat Marius auch gut gemacht, weil. Wofür die Löcher? Es ist. Dient praktisch, erstens musst du dir vorstellen,
zu diesem Thema Verdreh. Das ist ja wie ein Stift, der rausguckt und das dran hindert. Mhm. Und zweitens ist es wie eine Niete praktisch. Das bildet sich ein kleiner Pilz, der umschließt das und dann hast du so eine doppelte Sicherheit praktisch. Mhm. Genau. Ich fühle mich da besser. Ist auch besser. Sieht auch besser so schon aus. Ja, ne? Dann der zweite. Genau das gleiche. So, dann fixieren. Also fixiere ich, ich mache das immer so. Und dann drücke ich die auch wieder so ran. Halte die fest und schraube ich die Schraube wieder zum Schluss, bis zum Schluss rein. So, jetzt wenn haben ich wir die das jetzt gerade richtig verstanden habe. Normalerweise könnten wir jetzt auch einfach ein Bier trinken gehen und drauf scheißen und würden die Schraube am Ende wieder rausziehen und bräuchten jetzt den Schnellkleber gar nicht zum Fixieren. Genau. Den Schnellkleber machen wir jetzt nur, damit wir gleich weitermachen können. Nee, weil ich kein Bier habe. Damit wir die Schraube rausdrehen können und das Ganze wieder in die Form reinkriegen, weil sonst die Schraube in der Höhe der Formel. Genau. Okay, verstanden. Wir wollen schneller arbeiten, deswegen wollen fertig werden. So, Und das ist auch kein Problem, dass man die Schraube wieder rausdreht und somit das nicht auf Zug trocknet, sage ich jetzt mal. Nee, das ist jetzt, solange es jetzt, guck mal, das ist ja auch so, das kann ja auch wahrscheinlich erklären, wenn wir die Spannung nehmen, klar drückt sie ihn jetzt ran, weil die Oberfläche ist ja nicht komplett eben. Aber wenn du, sag mal, du hast A fixiert und ziehst die Schraube raus, dann lockert sich das ein bisschen und der Kleber saugt ja trotzdem nochmal. Also er ist ja nicht, dass er einen Abriss hat, richtig? Er hat ja keinen Filmabriss, sondern er... Na, es ist ein Spalt, der hat genau. einen Spalt. Er zieht sich das, er saugt nochmal, das von außen zieht er nochmal rein und er hat trotzdem Kontakt. Genau. Und der Kleber ist ja, der die Spannung, die Zugspannung ausgleicht. Deswegen ist das alles hoffentlich gut. Das wird. Habe ich richtig? Ja, alles gut. Danke. Wir machen jetzt die vier Klebepunkte, damit das fixiert ist. Ja. Und dann benetzen wir kurz mal dieses Blech nochmal, wegen Korrosion. Genau. Mit dem Klebstoff. Genau. Also mit dem Epoxidharzklebstoff. Und dann können wir die Schrauben rausnehmen nach Aushaltezeit des schnellen Klebstoffs und können die wieder einlegen. Das ist auch wichtig, dass wir jetzt punkten, bevor wir es Korrosionsschutz drauf machen, weil dann würde der andere Kleber eben wieder nicht haften. Genau. Qualität. Ja, jetzt haben wir ihn angeschliffen für den Träger zum Einkleben. Mhm. Natürlich müssen wir vorher, bevor wir verkleben, wieder reinigen in diesem Fall. Dafür nehmen wir den VR10, wie alles was Teroson ist, ist immer der VR10-Reiniger in dem Fall. Der geht für alles. Der geht für alles, was Teroson ist. Ob es jetzt Strukturkleben ist, ob es Abdichten sind oder Kunststoffreparatur, ist immer dieser Reiniger. Muss besonderes Tuch sein, was fuselfrei ist. Fuselfrei, man sieht schon, wie viel Dreck Zucker, drauf ist. Was da runterkommt, ne? Na, wie viel, also klar, ist jetzt frisch geschliffen, aber... Und ganz wichtig, immer nur in eine Richtung. Warum also, immer nur in eine Richtung? Nee. Das erkläre ich jetzt nicht. Das erkläre ich jetzt nicht. Ich schneide ich raus. Doch, Mike erklärt nochmal seinen Spruch dazu. Doch. Ja, warum in eine Richtung? Ich sag mal jetzt... Erzählst du in manchem Video schon mal wieder, das ist wie wenn man auf Toilette geht und putzt den Hintern ab, dann kann man ja auch nicht kreisen oder hin und her, weil es wird nicht funktionieren. Deswegen auch in diesem Fall den Schmutz nach einer Richtung abziehen, falten, nochmal nachziehen, fertig. Das ist ganz einfach reinigen erklärt. Sorry. Okay. Kleine Anmerkung. Solltet ihr auch eine Werkstatt sein? Ja, Werkstatt, die Karosseriearbeiten macht, Lackierarbeiten macht. Kunde bei Henkel-Teroson. Ich habe euch in die Artikelbeschreibung, mache ich hier unten wieder einen Link rein, könnt ihr euch registrieren. Dann kommt Mike oder ein Kollege, je nachdem, wo auch gerne mal vorbei und führt euch das Ganze vor Ort sogar vor. Ne? Korrekt. Das ist eine kostenlose Vorführung in diesem Fall. Wenn einer Interesse hat und meint, er möchte gerne Teroson verarbeiten. Wenn du noch mal ein paar Türen verklebt brauchst, kannst du dich jetzt im Link anmelden, dann kommt Mike vorbei und klebt noch ein paar Türen. Ja, der kommt schon nächste Woche, habe ich schon. ist schon ausgebucht das ganze Jahr. Mike kann nicht. Kollegen, ja, Mike nicht. Spaß beiseite, könnt ihr euch wirklich einfach als Werkstatt einfach registrieren und dann kommt tatsächlich von Teroson einer rum und zeigt das Ganze mal einmal. Also diese schwarzen Punkte, die ihr jetzt seht, das ist unser schnell trockener Kleber, das hat sogar funktioniert. Genau, der ist jetzt ausgehärtet und hier ist jetzt der Klebstoff, der halt längere offene Zeit hat, wo wir jetzt dieses Blech hier mit dem Gewinde benetzen, um einen Korrosionsschutz herzustellen. Da brauchen wir auch nicht so viel eigentlich. Nein, das ist nur zum Einschmieren. Ist tatsächlich wegen Korrosionsschutz. Ja. Damit es nicht korrodiert, genau. Easy. Ist halt so wie Rostlöcher zumachen, ne? Ja, mach ich auch immer so. Am Opel. Zu der Zeit gab es wahrscheinlich hier so gute Epoxidkleber. So, das Innenteil ist mit den verklebten Gewinden jetzt wieder in der Form. Saugend, schnaugend oder wie man so sagt. So, jetzt haben wir natürlich die ganzen einzelnen Bauteile, sowie die Versteifungsträger, den Querträger. Hier. Ja, Querträger, Diagonalträger. Seitenaufprallschutz, wie man sagt, ne? Jo, genau. Krasser Träger, ne? Ist eigentlich nichts Wildes. Das soll jetzt einfach nur einen Hohlraum bilden, einen Träger bilden. Deswegen habe ich auf die Art und Weise das jetzt gelöst. Im Endeffekt ist hier, kommt hier auch das andere zum Einsatz, damit wir da nicht viel rumschleifen müssen. So. Das ist jetzt nicht original abgeformt, original ist auch original abgeformt. Gibt es auch ein Blech so drin? Genau.
So, ich wollte jetzt nicht das Rad neu erfinden. Man hätte auch mit Sandwich arbeiten können, hier ein Profil simulieren, sag ich mal. Aber ich wollte das halt jetzt so einfach, die einfachste Art und Weise lösen. Deswegen hast du auch das Problem bei der anderen Tür, dass es so labbrig ist. Ja genau, das Problem ist, dass die Tür ist ja hier mit der Außenhaut nicht verbunden, logischerweise, weil die Scheibe hoch runter geht. Ne? Und diese Steifigkeit hier reinzukriegen, deswegen wird der da mal drauf geklebt. Ganz genau. So, das haben wir hier und auf der anderen Seite haben wir es natürlich auch. So. Und einfach durch diese Form wird es dann einfach stabil. Ne? Ja, Bild, dann jetzt auch Versteifung und einen kleinen Hohlraum im Endeffekt. Ne? Dann haben wir hier ein Fenster zum... damit du den Spiegel auch wieder montieren kannst. So, das zeige ich immer gerne, wie geil das abgeformt ist. Man sieht halt wirklich jeden Schweißpunkt noch, der original da war. Also so genau ist es abgeformt, dass sich das tatsächlich alles überträgt. So, dann haben wir hier auch nochmal ein Abreißgewebe für den Träger. Dann haben wir die Flächen sauber auf jeden Fall. Bei dem hier... es ist halt nicht ganz so wichtig, wie der zentriert ist. Das heißt, er muss hier irgendwo mittig sitzen, dieses Profil bilden und hier eigentlich anliegen. Er steht jetzt auch, die Kante ist auch nicht so sauber jetzt, sage ich mal. Es quillt dann wahrscheinlich noch ein bisschen raus. Ist nicht so schlimm. Das wird nachher im Nachgang auch nochmal plan geschliffen. Außerdem ist er nachher auch so ein Profil drauf, so ein Gummiprofil. Das ist die Schachtel steckt da drauf. Genau. Ist aber, ne? So. Das Ding platzieren wir auch, da ist die Position auch nicht ganz so entscheidend, sage ich mal. Hauptsache er steht hier drin und stört nachher nicht die Außenhaut. Sitzt nachher irgendwo hier so. Ne? Und bei dem Teil... wird das mit der Außenhaut verklebt? Nee. Doch, auch. Hier ist nachher mit der Außenhaut ein bisschen Luft. Mhm. Und da kommen wir auch gleich zu. Wir nehmen überall wieder zig verschiedene Kleber. Das, hier kommen schon wieder 1, 2, 3, 3. Das sind drei verschiedene Klebstoffe insgesamt von der Tür. Genau, so und die kombinieren wir. Und die teilen wir auch auf ihre Eigenschaften. Also jeder Klebstoff hat eine bestimmte Aufgabe, hat einfach mit den Eigenschaften zu tun, was er bewirken soll und unter anderem mit der Zeit ist, dass wir auch ein bisschen schneller. Und ich staune wirklich dein Puzzle, was du hier gebaut hast, dass das alles 100% da sitzen muss, wo es vorher saß, sonst passt das nicht mehr da drauf. Also ganz genau. Wer denkt, wir kleben mal kurz hier was zusammen? Nein, das ist schon ein bisschen... ja, aber es sieht schon echt krass alleine. Nur die beiden Teile da schon drin, sieht man ja schon, wie viel stabiler die Tür da gleich durch wird. Ne? Das bringt schon dann enorm was, ne? Wenn man die mal kurz weglässt, das ist halt, wie gesagt, und nachher der Rahmen selber hier, dadurch, dass wir hier das jetzt nachher nochmal verkleben, bildet ja auch ein Profil und dadurch kommt auch am Ende die Steifigkeit. Ne? Das heißt, die Gegenseite dazu verkleben wir hier genau. Und hier drin. Genau. Der Hohlraum bleibt am Ende aber hohl. Der bleibt hohl. Da macht man nicht irgendwie Schaum rein oder irgendwie sowas. Hätte jetzt keine Funktion, außer ohne Dichtgewicht. Welchen Kleber, Mike, nehmen wir jetzt wo? Also wir werden hier für diesen Träger, der hier verklebt wird, jetzt mal zwei verschiedene, einen strukturellen Kleber, den Epoxy-Klebstoff, diesen 50 GP5065, in Verbindung mit diesen kleinen Punkten zum Fixieren, das ist Tyroson PU9225SF. Zeitgleich oder wieder? Man fängt immer mit dem längeren offenen Zeitklebstoff an, das heißt den Epoxidklebstoff zuerst und dann den langsamen Klebstoff. Und die Schnelltrockenpunkte, die setzt du auf der Kante hier? Oder? Da das ja kein Metall ist und ich korrodieren kann in diesem Fall, können wir einen Zentimeter Luft lassen und setzen hier so 1, 2, 3, 4, 5 Punkte hin zum Fixieren, dass der Winston da verklebt ist, dass er anliegt in dem Bereich. Mhm. Und der andere Klebstoff kann dann aushärten. Also beide Klebstoffe nebeneinander einfach. Ja. Also so, dass wir, wie gesagt, nur punkten können mit den anderen und der andere seine Zeit hat, in der Position zu härten. Mhm. Hier in der Außenseite zum Beispiel, so wie hier oben auf dem Träger, kommt dann ein Kraftkleber aufgetragen, der auch Spalt überbrücken kann. Weil wir haben halt einen Spalt hier zwischen und den müssen wir halt ausfüllen. Das heißt, der Strukturkleber kann gar keinen Spalt? Oder nein, der sollte aber also anliegen, sag ich mal. Mhm. Ich meine, bei der Carbontür kann man hier diesen Kraftkleber aufbringen, gar kein Problem. Ja. Hätte ich eine Blechtür, würde ich da ein bisschen anderen Klebstoff nehmen, der halt nur spaltüberbrückend ist, dass die Wand nicht, also das Außenblech nicht anfängt zu schwingen. Ja. Sonst habe ich Einzüge später. Wenn ich jetzt einen Scheibenkleber auftragen würde hier, ganz extrem beim Blech, hätte ich später, wenn die Wärme drauf scheint, hier eine riesengroße Delle, die sich reinzieht. Ja, weil er schrumpft dann in diesem Fall. Das wäre gerade meine Frage gewesen. Kraftkleber 9221? Genau, ich nehme 9221. Und ist wirklich kein Problem, dass am Ende wir in der Außenhaut eine Beule haben, weil der Kleber da anzieht? Wir haben hier keine Beule bei dem Carbon, nein. Okay, also der ist jetzt nicht so stark beim Trocknen, dass er zieht, dass auf einmal... Nein. Okay. Na denn, let's do it. Gut. Und natürlich wieder alles schön reinigen. Wir fangen mit... Das ist alles schon fertig, Gott sei Dank. Haben wir jetzt vorgereinigt, genau. Da, wo Abreißgewebe war, vorher brauchen wir nicht reinigen. Im Endeffekt, hier wie besprochen, trägt Mike jetzt den strukturellen Kleber auf, lässt immer zwischendurch was aus und dann machen wir den schnellen Kleber zum Punkten. Und hier
Genau das gleiche. Machen wir, ja, machen wir eine Hohlkehle, also machen wir außen fest dann. Ja. Dann ziehen wir also hier eine Naht. Also hier oben drauf machen wir eine Naht. Würde ich gar nicht oben drauf machen. Ich würde es einfach da reindrücken. Okay, dann fixieren wir erst. Also alles klar, verstanden. Wir machen das so. Ja. Wir kleben hier auf, hier oben ist klar. Ja. Und von hier unten ziehen wir eine Hohlkehle hier rein und verkleben quasi das Bauteil mit dem inneren Teil. Alles klar. Jetzt müssen wir aber Gas geben. Nee, andersrum. So. So, Junge. Jetzt brauche ich das Fachwerkzeug. Nächste Strebe, neues Glück. Was wir machen jetzt, wir machen auf der Innenkante machen wir jetzt den langsamen Klebstoff. Genau. Und hier außen machen wir Punkte hin zum Fixieren, dass wir es andrücken können, dass es genau bündig ist, dass dann das Oberteil drauf passt. Genau. Schon Puzzlespiel, oder? Ja, schon ein bisschen, ja. Ja, nächstes. Machen wir parallel das, solange das dann noch anhärtet. Haben wir das gute Teil. Das heißt, hier das gleiche Thema. Kleber, Abstand und so weiter. Genau. Immer so ein Zentimeter Abstand. Machen wir das gleiche, wie dann dieser Kante, die man auch wieder nicht sieht. Das ist praktisch die andere Seite. Und hier machen wir den flexiblen Kleber. Genau, hier kommt dieser Kraftkleber drauf in dem Bereich. Warum auf den oberen Bereich ein Kraftkleber? Ist ja auch wie ein Spalt. Hier, weil das hier auf der Türaußenseite sitzt und damit du halt wieder eine Federkraft hast, beziehungsweise mit einer Außenhaut, das auch nicht printet, nennt man das ja nicht abzeichnet, irgendwie auch mit Wärme. Arbeitet ja auch immer ein bisschen mit. Deswegen ist das auch ein bisschen sicherer. Die Kante, die logischerweise nach oben geklappt, sitzt halt nicht auf der Außenkante, sondern ist halt wirklich auf Stoß aufeinander. Genau. Deswegen gar nicht Strukturkleber. Das ist ja ein fester Kleb, wie gesagt. Das ist wie ein Material nachher. Das ist so wie die Außenkante hier komplett. Hier würde theoretischerweise würde wahrscheinlich auch der Kleber funktionieren. Das ist nur schöner, weil hier der Spalt auch höher ist, also größer ist. Deswegen ist das ein bisschen alles angenehmer. Ja, hier den langsamen Klebstoff, den etwas schnelleren und den ganz schnellen zum Schluss als Auftragen. Das heißt, die Zwischenräume, dass wir fixieren können. Weil da muss man Gas geben. Ja, ja, klar. Was auch so ein Trick ist beim Verkleben, dass man immer so zwei Handschuhe anzieht. Dass wenn was am Finger ist, runterziehen und gleich den neuen wieder drüber ziehen, weil sonst habe ich Schweißhände. Und kriegen den nicht übergezogen so schnell. Ah. Also wenn ihr jetzt zu Hause im Keller dann eure Türen verklebt, zieht euch zwei Handschuhe an. Alter, jetzt kommt hier wieder so eine Raupe von Mike. Ah ja, wichtiger wie die andere Tür, oder? Ich bin echt begeistert von der Passform dieser Tür. So, wichtig ist bei dem jetzt, lass uns mal Seiten tauschen, Philipp. Wir haben ja das Fensterchen hier, jetzt müssen wir ein bisschen Gas geben. So. Wir müssen erstmal dagegen. Und dann müssen wir es hier ausrichten, dass das Fenster für die Befestigung der Spiegel näher da ist. Und ich habe hier Markierungen gemacht, dass es hier auch abschließt. Wenn der Abstand der andere nicht passt, dann kriegen wir die nachher nicht aufeinander. Hast du Klebstoff, Peter? Siehst du? Passt das dann noch mit dem Fenster? Ja, hier fluchtet das rüber. Hier zieh ich einmal glatt. Ja, die kannst du alle mal. So, jetzt halt mal fest. Dann brauchen wir nichts drauflegen. Auf Druck ein bisschen. Ich habe ein Spezialtape. Ne? Wir müssen die ja jetzt auf den Kopf stellen, praktisch, um zu gucken, ob das jetzt da passt oder nicht. Auch am Ende des Tages zu verkleben. Und damit das Teil hier nicht rausfällt, müssen wir es irgendwie fixieren. Das heißt, oder willst du unterkleben? Nein. Wir machen jetzt ganz einfach: Wir kleben das hier so ran, weil das wird ja eh weggeschnitten, der Rand. Da, wo der Kleber austritt. Ne? So sitzt es natürlich perfekt jetzt. Ne? Ja. Also geht es dabei, du möchtest die Form zusammenpacken, das Ding soll gar nicht rausfallen. Ganz genau. Das ganze Ding jetzt nehmen und dann, okay. Ich mach den Abreißer. Machst du den Abreißer? Ja. Zieh ich auch rein. Okay. Wenn ich zu viele setze, kriege ich das näher nicht aus der Form raus. Also gleich sehen wir es eben, was umgedreht haben. Oh, schon krass. Ja, geil. Hat schon ein paar Kilo, oder? So. Ungefähr so schwer wie die originale Blechtür. Warte mal, jetzt muss ich so rum. Ja, jetzt natürlich war die so hingelegt, dass sie richtig lag, aber eine kurze Anweisung, auch gleich fürs Kleben. Klebst du mit mir? Ja. Dann? Ich möchte es verkacken. Ja. Also ich trage hier auf. Normalerweise mache ich das alleine. Jetzt müssen wir zu zweit, aber richtig, ne? Ja, ich lasse mal alleine drauf? Ja, muss ich ja. Meine Frau kann ich. Ja doch, machen. Musst du gehen. Manchmal nötige ich sie dafür, für solche Sachen. Aber wir drehen das auf den Kopf und dann musst du darauf achten, eigentlich musst du nicht viel tun, wir müssen langsam drauf zugehen praktisch auf die Form oder drauf und dass sich die Kugel
Das sind unsere Zentrierpunkte. Das, du brauchst nicht erzwingen. Das heißt, die zentrieren das, das Bauteil. Ne? Mhm. So, und wenn das nicht passiert, dann stimmt haben wir was falsch gemacht. Ne? Genau. So. Jetzt nimmst du das einmal drehen, dass du das nehmen kannst, denke ich. So, jetzt hältst du das erstmal drüber. Warte, nicht sofort runter. Erstmal drüber so und gucken, ob er auch das hin. Langsam runter. Genau, so. Und dann loslassen. Und dann merkst du, die geht ja fast rein von alleine. Schmatzend saugend. Muss man einmal prüfen. Klar muss man sich das so ein bisschen... Aber wir gehen davon aus, dass die Titan-Teile, die wir da geklebt haben, dass die Fluchten sind. Richtig? So ein bisschen Spalt ist natürlich jetzt noch, weil wir müssen ja ein bisschen aufeinander drücken. Mit den Zwingen, das machen wir hinterher. Aber es steht nirgendwo 1-2 cm hoch oder so. Ne? Passt. Gut. Jetzt können wir es wieder runternehmen. So, am Ende des Tages jetzt bleibt uns ja, wir dürfen diese Punkte nicht vergessen. Ja, und dann machen wir jetzt den Kleber hier auf die Kante, auch einmal außenrum, so dass wir die ganzen zwei Halbschalen... Genau, dass wir hier genug Klebstoff haben, dass es rauskühlt auch. Genau. Dass du später die Kante schön schleifen kannst. Genau. Also. Und da brauchen wir gar keinen Schnellkleber, weil es bleibt am Ende eh in der Form drin. Genau, wir lassen jetzt drin. Wie lange braucht der Kraftkleber, bis der richtig voll durchgezogen ist? Der macht 3 mm in 24 Stunden. Mhm. Das heißt, da von allen Seiten was drankommt, geht das also nicht schnell hier. Ja, ja. Luftfeuchtigkeit. Aber das heißt, ein paar Stunden muss es auf jeden Fall drin bleiben. Ich würde, so wie Arthur sagt, liegen lassen, ruhen lassen in der Form. Bis morgen und dann. Ja, geht's los. Okay. Ja. Wie ist der Plan? Also, der Plan ist jetzt mit zwei Klebstoffen zu arbeiten. Das heißt, hier tragen wir jetzt den Karosserieklebstoff auf, einmal außenrum, hier nochmal lang, also im ganzen Rahmenbereich. Und hier kommt der zweite Klebstoff drauf, der Kraftkleber, als Dreiecksraupe. Und dann legen wir die Form von da hier drüber, wie Arthur mal erklärt hat schon, mit den Kugeln übereinander, damit es auch 100% passt. Dabei auch nochmal gesagt, wir haben die gerade schon einmal draufgelegt als Probelauf. Ich weiß nicht, ob das so rübergekommen war, um zu gucken, ob nicht irgendwas hier gerade im Weg ist. Der Träger zu hoch, zu tief und am Ende ist der Kleber drauf, du setzt es an und geht nicht. Das wäre halt genau. Doof, ne? Das war halt diese Prüfung praktisch, ja. Ne? Was man nie machen sollte, ist halt so zickzack auftragen, weil dann bringe ich viel Luft ein. Okay. Dann war es auch wichtig, wenn man so eine Karosserieverklebung macht, dass man das Teil vorher benetzt, ja. Im Blechbereich als Korrosionsschutz. Und dann nochmal eine Raupe in die Mitte legt, nicht zickzack, sondern eine Nippe in die Mitte, dass ich wirklich Luft nach außen drücken kann. Ja. Dass da keine Luft entstehen kann im Klebstoff. Das ist halt wichtig. Ja, dann tragen wir mal auf und fangen hier an. Wie viel Klebstoff ist hier ungefähr drauf, Mike? War das eine Kartusche oder ist das weniger? Also wir haben gebraucht von dem schnellen Klebstoff, diesen Kunststoffkleber, ganz minimal, ja, weil wir Heftpunkte gemacht haben zum Fixieren. Dann haben wir gebraucht für die Verklebung von den Streben noch mit dem Karosserieklebstoff 2 Kartuschen. Mhm. Von den 50, also Terrosone 50, 65. Dann haben wir gebraucht eine Kartusche Kraftkleber, das ist jetzt hier quasi drauf und was halt hier oben in der Strebe ist. Das heißt, man kann schon sagen, und hier natürlich auch noch runter. Ein halbes Kilo Klebstoff könnte das am Ende sogar sein, ne? Also klar, es verflüchtigt sich so ein bisschen noch, ne? Aber wir haben so eine Kartusche, ist ja schon ein halbes Kilo, ne? Nee, 295. 310 Milliliter. Ach doch, komm, ein bisschen Dichtung. 425 Gramm drin. Nee, wir drücken, also vieles drücken wir, das was hier innen bleibt, das bleibt ja. Und das hier in diesem Randbereich, warum wir hier so viel haben, weil wir gesagt haben, den Überschuss, so jetzt die Theorie, ja, die Praxisbeweis ist, drückt nach außen und den schneiden wir nachher weg. Ah, okay. Und da, wo der Schnitt lang geht, da ist noch der verdrängte Kleber. Mhm. Das heißt, du hast keinen Spalt mehr, den du voll machen musst, weil das, weil du die beiden Hälften zusammenklebst. Das sieht total unschön aus und das nachzuarbeiten ist auch sehr viel Arbeit. Und ist, ja, das zu vermeiden, lieber ein bisschen mehr als wenig. Und da ist wieder, wenn man spart, macht man sich dann mehr ab. Nee, aber war nur gerade mal so über den Daumen gepeilt, dass man mal sieht, dass es halt auch ein bisschen Gewicht schon ist. Ne? Ja, klar. Deswegen halt die Kante auch, dass du hier mehr rausquillen kann. Dann schneidest du schön ab nachher. Finger noch rauskriegen. Ja, aber es ist echt geil, wie sich das so... Aber muss echt Schraubzwinger drauf, weil es ist ja schon echt gut Gewicht, was eigentlich. Nee, kommt. Also doch schon trotzdem. Also ich mache das immer erstmal ein Kreuz. Hier dann gegenüber eine erstmal. Eher weit außen, mittig. Mittig. Wie lange muss es jetzt so verweilen? Boah, bis morgen. Also ungefähr, hätte gesagt, 12, 14 Stunden sollte reichen, ne? Also bis morgen Abend. Ja. Bei den Temperaturen, hier ist warm. Zieh nicht so viel rum. Spaß. Wichtigste kommt zum Schluss. Also zur Erinnerung.
Zur Erinnerung, die Blechtür, wir blenden das mal ein, hatte damals 21,6 Kilo. Ohne alles. Diese Tür hatte vor dem Verstärken 5,0 Kilo. Da war allerdings noch nicht drin, dass wir da noch was reinlaminiert haben und so weiter. Ne? Und jetzt gucken wir mal, was der Kollege hier wiegt. 5,2. Also du hast es tatsächlich geschafft, gleiche Gewicht wie die andere Tür, welche aber gar keinen Träger drin hat, die komplett ohne alles ist. Ne? Ein Punkt bei der Tür war nämlich auch, das hatten wir vorhin noch gar nicht gezeigt, dass die hier komplett auseinander geht. Ja. Also so ganz krass auseinander geht. Und man auch deswegen, also das war ja sogar so, dass die Innenseite richtig sich von der Dichtung her so komplett weggedrückt und so eine Banane macht. Ne? Also man konnte das auch gar nicht schön machen. Und hier ist das jetzt ja wirklich, das ist ja steifer als die Blechtür da war. Dann war das ja recht verformbar hier oben in dem Bereich, das mit deinem Band ja auch. Geil. Und die Ecke war halt das Problem, ne? Wenn du hier gegen die Türdichtung gedrückt hast, ging einfach die ganze Tür auf. Ja. 5 Kilo. Also man kann schon sagen, gegenüber der Serientür reden wir also von 21,6. 5,6 macht es einfacher, 16 Kilo. 75% pro Tür. Jetzt fängt man noch ein bisschen an mit Makrolonscheibe, weil in der Tür kannst du ohne Probleme deine Makrolonscheibe fahren. Ne? Dann kannst du schon 20 Kilo pro Tür. Ne? Ja. Wird es die zu kaufen geben? Ja. Ja, sicher. Aber jetzt nicht, dass du die jetzt hier auf Lager legst, sondern wenn dann ganz normal nur per auf Bestellung. Genau, weil es einfach zu viel Action ist. Ja, zu viel Aufwand und um sie einfach hinzustellen oder hinzulegen und ja. Was denkst du, wo grob realistisch ungefähr VK am Ende liegen wird fürs Pärchentüren? Ja, um die 4K bestimmt. Für beide Türen? Für beide Türen, ja. Also zwei pro Tür. Aber das ist eigentlich, muss man ehrlich sagen, klar, 4.000 Euro sind 4.000 Euro, klingt jetzt erstmal brutal viel, aber wenn du überlegst, den Aufwand 2.000 Euro pro Tür im Verhältnis zu einer Motorhaube, einer Heckklappe, wie auch immer, oder einem Dach, so, ne, weil da muss ich wirklich Respekt sagen, das sind ja schon einige Teile. Ja, allein schon, wenn wir sehen, wie viel Arbeit und dann, gut, der Formbau, der gelaufen ist, aber allein schon der Kleber, wenn man überlegt, wie viele Kartuschen Kleber da reingeht und wenn man was Hochwertiges nimmt, dann geht das auch ein bisschen in Geld. Und wenn man schon beim Kleben, sagen wir, fast 200 versenkt, nicht ganz, ne, 150, und wir werden es wahrscheinlich sein, pro Tür, da hat man noch nichts anderes gemacht, ist das, denke ich mal, dann schon gerechtfertigt. Ich finde es geil, auf jeden Fall, vielen, vielen Dank, dass du das gemacht hast. Ich hoffe, wir kriegen ein paar davon verkauft, das ist der ganze Formel. Ich sage allerdings, bisher meine Erfahrung, Aberzähne geistkrank, also wirklich, es gibt einfach viele Leute, die dieses Auto sich als Neuwagen teilweise sogar kaufen, einfach weil sie genau Bock drauf haben, so eine kleine Knutschkugel, die man auch tunen kann. Ohne dass es gleich verpönt ist, weil viele Autos darf es ja nicht tunen und es gibt aber keine originalen Arbeit. Die sind wirklich alle immer getunt. Denkt dran, Videobeschreibung ist ein Link, falls ihr euch registrieren wollt, dass Mike oder ein Kollege zur Vorführung vorbeikommt. Genau. Und wir sind noch nicht ganz fertig, weil wir fahren jetzt einmal nach Hannover und dann wollen wir die Tür einmal nochmal ins Auto reinigen. Das geben wir uns. Die passt perfekt, wenn ich die Qualität sehe, zwischen der und der ist das schon... Also Artyom nochmal, vollsten Respekt, vielen, vielen Dank. Danke. Ja. Ich denke, Mike hast du auch überzeugt. Er mich auch. Das ist schon gut, wirklich. Mike ist ausgebucht das nächste Jahr. Ist nur bei Artyom zum Vorführen. Er kann nicht. Der Kollege kommt. Bis gleich. Der Moment der Wahrheit. Erstens eine Sache, die werde ich mir mal angewöhnen. Das habe ich bisher ehrlich gesagt nicht genutzt. Der Vorteil ist, wenn man gar keinen elektrischen Fensterheber mehr hat, kann man einfach diese originalen Schnellspanner immer nehmen. Also was heißt Schnellspanner? Das ist schon so ab Werk gedacht, dass man so eine Tür ein- und aushängen kann. Also einfach nur hier so klug rein. Das war's schon. Gesichert wird das Ganze normalerweise mit einer Schraube von oben und unten. Aber weiß nicht, ich finde es irgendwie rennsportmäßig schon ganz geil, zumindest auf der Fahrerseite, wenn ich die Tür mal rausnehmen kann. Aber alleine schon, wie ich das Schloss hier reinschrauben konnte, da sieht und merkt man sogar sofort den Unterschied. Ja, also es hört sich schon mal auf jeden Fall... Ja, dieser Artyom ist einfach ein geiler Hund, das muss man einfach so sagen. Alleine schon, wie diese... Also erinnert euch an die alten Türen und wie die Tür auf und zu geht. Ich habe jetzt leider keinen Griff hier von außen, aber das klingt schon sehr viel besser. Ganz anders, das ist wie die Limo-Tür, ne? Und hier ist jetzt nichts eingestellt, gar nichts, einfach nur reingesteckt. Und das ist tatsächlich auch vom Spaltmaß her so schön gleichmäßig, dass ich ehrlich gesagt noch nicht mal anfangen werde, hier großartig dann rumzuschleifen. Weil es einfach, so, soll ich sagen, ne? Wie original. Wie kacke so ein Auto mit einer Carbontür aussieht, ne?
krank. Findest du? Ich finde, das sieht irgendwie geil aus. Also ich wusste, dass genau was kommt, weil es werden einige würden es auch genauso lassen, aber nee, weiß nicht. Für mich ist so ein Fremdkörper dann auch. Wenn du jetzt reinfilmst, ich habe ja die alten Carbon-Türen auch mit Absicht von innen weiß lackieren lassen, weil selbst das mir zu viel Carbon war, weil die Türen einfach so krass viel sind. Ja. Nee, aber alleine schon. Das ist schon krass. Zack. Guck, und jetzt kann man so wirklich einfach. Na, perfekt. Perfekt, Nico. Ab zu Christian Lackwelt. Einmal lackieren die Dinger. Und dann als nächstes, entweder machen wir mit Thema Krümmer vorne weiter. Oder, wenn ihr jetzt hier so reinguckt, muss ich ja diesen ganzen Kabelbaum nochmal schön machen diesen Winter, den ich im letzten Jahr einfach so ein Stückchen weit mit ABS und erweitert habe. Und ja, so mal gucken, vielleicht gibt es noch ein kleines Upgrade hier an der Lenksäule. Aber das seht ihr im nächsten Video. Tschüss, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ganz kleine Ergänzung zum Schluss noch, schreibt mir in die Kommentare. Ich finde die Tür jetzt doch irgendwie ganz geil von innen so, weil die jetzt so ein gleichmäßiges mattes Carbon von innen ist, dass ich mir doch nicht sicher bin, ob ich sie von innen weiß lackiere oder so lasse. Natürlich ist der Innenraum schöner und heller in weiß, aber ich wollte euch das aus der Perspektive einmal zeigen, weil irgendwie ist es geil. So, tschüss!